fetzen, Junge. Jawohl, jawohl, jawohl. Auf zum Sonnen, jawohl, auf geht's. Jecko, wir kommen. Verkehrt, Mensch. Da sind wir doch gar nicht so verkehrt. Geil! Alter! Eieieiei, jawoll! Alter! Dein Ernst? Alter! Alter! Jackpot, Junge! Ja, Scheiße! What the fuck? Leck mir am Arsch! Das ist wie Weihnachten. Eine Flasche Schnaps, Junge. Die letzte Notreserve. Noch ein paar Abzeichen vielleicht. Ein Messerchen. Alter, Jackpot. Jackpot. Ja, Männers, Moinsen! Alles fit im Schritt oder was? Wir sind wieder am Schnissel, immer Schüssel. Wir haben heute ein Traumwetter, wir haben aktuell 18 Grad. Das, Vater. Ja, wir hoffen natürlich heute auf richtig tolle Funde, denn wir haben auch so ein paar kleine Tipps gekriegt. Ihr glaubt, das ist. Das Ding ist wie auf. Alter, ist doch kein Jeep, Junge! Doch! Bis ein Rad abfällt, ich sagte, bis wieder einer weint. Läuft die schon? Ja, haben wir hier noch eine kleine Höhle entdeckt. Schauen wir doch auch gleich mal rein. Hiervon gibt es ein paar mehr. Das ist aber die, die einen großen Eingang hat. Die anderen sind wirklich winzig. Gucken, wie tief die hier reingeht. Knochen. Oh, da oben geht's weiter. Naja, das hieß ja auf jeden Fall auf dem Gebiet, wo wir jetzt hier sind, dass die ja früher zu Kriegszeiten hier viele Sachen hergebracht haben sollen. Leuchte bitte mal ganz kurz, ich will ja nicht abstürzen. Danke. Gut. Wegen ist Schluss. Alter Vater. Ja, das Problem ist aber, hier kommen wir nicht mehr hoch. Wenn wir hier runtergehen, hier ist der Überhang. Also ich meine, ich wollte es jetzt nicht. Warte mal. Das Problem ist auch, dass draußen die ganze Ausrüstung noch liegt. Ja, da hinten geht es noch weiter runter. Siehst du das? Alter Schwede. Tiefe Höhle. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal her.
Ja, da braucht man Helm und die andere Ausrüstung. Aber doch nicht Schluss. Dann geht wahrscheinlich das andere Ding. Das hat man gar nicht richtig gesehen. Nee. Da müssen wir gleich mal runterleuchten. Alter Vater, ist das steil. Junge. Cool. Hier ist das gute Stück. Junge, hier stehen einfach zwei Detektoren rum. Einfach so. Ah, noch ein CTX 3030. Jetzt sind es unsere. Ja, jetzt müssen wir da runtergehen mit Zerlottis rein. Denk mal, ich wette mit dir, die hat bestimmt eine Verbindung zu der. Zu der Anlage hier. Nein, ja. Dann ist das ja alles unterhöht hier. Stimmt. Und hier haben die damals den ganzen Krempel hergefahren, hat der Zeitzeuge erzählt. In dem Bereich sollen die damals viel Sachen abgeladen haben. Zur Kriegszeit, Ende. Aber hier liegt natürlich auch ein Haufen Müll. Ne? Jetzt gibt es halt von diesen Höhen hier noch mehrere Höhlen. Wir hoffen halt vielleicht, dass in der einen oder anderen Höhle noch irgendwo was Verborgenes drin liegt. Gut, ich sag mal wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit einer Sonde in der Höhle war und hat da drin rumgesucht, ist glaube ziemlich gering. Was ist das hier, ein Dinosaurierknochen oder was? Sehr schön. Also das ist mal echt ein geiles System. Das hier, zack, auf, drehst, das legst du, fertig. Vollcarbon. Und so schwer wie Salazin ist er ja nicht. Müssen wir erstmal gucken, wie er sich so macht beim Suchen gehen. Unsere 10 Kilo. Das ist ein Stellungsloch hier. Und ist das da oben auch eins. Irgendwas habe ich gesagt. Eine Hülse. Leg mal hin, wie kommt denn die mit den CTX rein? Würde mich mal interessieren. Ach, wir wissen, ob das erste ist. Oh! Ich hätte auch nachgeguckt. Abgeschossen ja, ne? Oder nur Projektil rausgefallen? Bin ich ja mal gespannt hier. Bestimmt auch eine Hülse. Also ich kenne den Detektor ja noch nicht so von den Werten her. Es ist auch ein bisschen kompliziert, das Gerät. Wir wissen, ob es deutsch oder an ist. Machen wir jetzt hier noch. Stern. Der Stern. Ah! Was ist denn jetzt hier? Boah, ist aber auch ein riesen Führungsband, Granatsplitter hier. 34, jetzt aber ordentlich, hier will ich nicht drin gesessen haben, Alter. Nee, ich meine ja Oma. Alter, übelst scharf kann ich das Schrapnell hier. Tja, hier gibt es ein paar Fahrzeugteile. Unter anderem hier ein, weiß nicht, Gaspedal, der Bremspedal oder vielleicht sogar die Kupplung. Kupplungspedal, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie das hier gesprengt. Hier unten liegt noch wesentlich mehr. Denken wir, hier werden sie wahrscheinlich irgendein Fahrzeug halt entweder getroffen haben oder halt gesprengt haben. Unter anderem haben sie hier vorne auch einen Turm gesprengt. Hier liegen haufenweise Granatsplitter rum. Ein paar Einschläge haben wir hier auch auf der Ecke. Ja, gucken wir mal weiter, ne? Ja. So, hier mal ein paar nächste Teile. Alles Einschusslöcher hier, Jungs. Ich habe auch die ganze Zeit so einen scheiße Geruch in der Nase. Ha, ich auch.
Ja, ich weiß doch nicht, ob ich reingetreten bin. Ich bin nicht reingetreten. Boah, richtig massiv, ne? Aber hier ist da auf jeden Fall sind Einschusslöcher drin. Hier haben sie durchgeflackt. Hier mal das nächste Bedoll. Ha. Ich hab das nächste Bedoll gefunden. Ja, wenn einer von euch weiß, ob das Bremse, Kupplung oder Gas ist, im Gegensatz zu den anderen Bedoll, schreibt es mal in die Kommentare, Männers. Also ich gehe mal von aus, ne? Es wird definitiv das Bedoll. Ne? Hier unten fest. Oh, hier. Eine Patronenhülse. Wir sind ja definitiv im Weltkriegswald. Hier hat es gescheppert. Gesprengte Fahrzeuge, haufenweise Patronenhülsen. Wir haben noch viel, 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 viel vor uns. Sehr schön. Was? Alter. Dein Ernst? Da sind wir doch gar nicht verkehrt, Mensch. Da sind wir doch gar nicht so verkehrt. Geil. Alter. Ja, oh. Der Gott ist mit uns. Jawohl. Geil. Oh, wie ich mich freue, Alter. Was ist denn das schon wieder hier? Das ist immer doch richtig. Alter Schwede. Geil. Sehr schön. Wie war das denn so? Nee, sieht nicht so aus. Was? Wie jetzt? Wieder los wie die Friseure, das gibt's doch ja nicht. Aber Bier habe ich will. Boah, ich habe auch, Bier. Ich habe auch, siehst du, da können wir gleich mal eins trinken. Bier. Oh, was ist hier? Nocta Simplex Plus. Der hat es gemacht. Ja, wie kam es denn rein? Hier sind die Börschen. Die Börschen. Lass uns mal Börschen. Sehr schön. Ey, wie lange sind wir jetzt unterwegs? Ich hatte schon wieder. Toll. Ist dein Ernst? Ich bin jetzt abgefuckt aus. Abgekratzt. Ist aus. Auf der Rückseite können wir uns, glaube ich, noch sehen. Ach, das war einer versucht. Eieieiei. Ich sehe es. Versucht wegzuschrubbeln. Jo. Oben haben sie auch. Haben sie den Kopf weggemacht vom Adler? Das sieht einfach nur wie zerfressen aus, finde ich. Aber trotzdem ein schönes Koppelschloss. Das ist mein erstes Alu. Ich habe bis jetzt immer nur Stahlkoppelschlösser gehabt. Aber meins ist ein geiler Zustand, das Rad. Ja. Alter, das ist wirklich ein richtig geiler Zustand. Ja. Ist dieser Bunker komplett mit CW-Müll komplett vollgestopft. Das Ganze auch hier außen drumherum. Sieht der Bunker leider auch von innen aus.
Schade, schade. Abzeichen vielleicht. Ein Messerchen. Alter, Jackpot. Jackpot. Ich brauche mal die Kippe. Scheiße.